Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem spannenden Wetterdienstag, auf den wir natürlich nochmal schauen werden hinsichtlich Sturm, aber natürlich auch hinsichtlich Schnee, beziehungsweise, ja, man muss es ja schon sagen, unserem anstehenden Wintereinbruch. Was ist in den nächsten Tagen mit Schneeschauern, mit Glätte? Ja, und wie lange könnte unser frühwinterliches Wetter anhalten? Denn ja, es gibt schon wieder Karten, dass alles relativ schnell, sprich Richtung nächsten Wochenende vorbei sein könnte und schon wieder alles ganz anders aussehen könnte. Also ich habe viele Karten vorbereitet, legen wir mal direkt los und schauen mal auf unsere Live-Wetteranalyse von heute Morgen. Und wir sehen erstmal viel Grün, es hat schon teilweise kräftig geschüttet heute Morgen, aber es hat auch schon den ersten Schnee gegeben. Zum einen im Harz, da hat es nochmal recht weit runtergeschneit, so 300, 400 Meter, teilweise kräftiger Schneefall. Jetzt wird die Schneefallgrenze heute Vormittag erstmal deutlich ansteigen, aber wir sehen hier auch im Nordwesten, in Teilen von Niedersachsen und dann noch so rüber bis ins nördliche Brandenburg mal so ein bisschen orange. Das heißt, das deutet an, dass hier schon der Übergang in teilweise Schnee, Regen oder Schnee auch erfolgt ist. Man muss auch sagen, unsere Live-Wetteranalyse, so gut wie sie ist, sie hängt ein bisschen immer zurück, weil sie natürlich auch den Input der Wetterdaten braucht und bis das dann da ist, das kann dann mal so ein bisschen 10, 15 Minuten auch zurückhängen. Also hier teilweise haben wir schon Meldungen in Niedersachsen von Schneefall. Ja, und ihr seht auch im Nordwesten, da ist eine Lücke drin. Das Borkum-Radar des Deutschen Wetterdienstes ist momentan ausgefallen, ist natürlich auch nicht gerade hilfreich bei der Wetterlage. Wir gucken gleich drauf, wie es heute weitergeht. Erstmal noch eine kurze Animation, die mal zeigen soll, wie jetzt dieser Wintereinbruch, dieser Wetterwechsel mithilfe dieses kleinen Sturm- und Randtiefs erfolgen soll, das uns heute überquert. Wenn wir das mal anlaufen lassen, sehen wir in der Südhälfte des Landes erstmal noch diese so grünlichen Färbungen. Das ist nochmal so ein Mildvorstoß auf der Vorderseite des Tiefes. Das zieht ja dann durch und auf der Rückseite, da flutet uns dann, sehen wir hier mit der lila Färbung, dann richtig polare Kaltluft und damit sinkt die Schneefallgrenze dann bis in die tiefen Lagen. Heißt aber natürlich auch nicht, dass es dann überall ganz unten auch Schnee gibt, wie wir gleich sehen werden. Aber heute Vormittag oder heute tagsüber kann es durchaus schneien. Das ist jetzt mal die Karte für heute späten Vormittag. Und danach soll halt auf der Nordseite des Tiefs dann auch die Schneephase ein Thema werden. Das heißt, gerade so vielleicht rüber bis nach Bremen, dann so Hamburg, südlich an Hamburg vorbei, Altmark, Prignitz, bis ins nördliche Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Hier kann es dann zeitweise, das haben die Wettermodelle weiterhin drin, auch mal kräftigen Nassschneefall geben. Dann ist halt die spannende Frage, ob da auch was liegen bleibt. Aber halt, das kann halt hier um wenige Zehntel Grad, kommt auch auf die Intensität drauf an, wie stark jetzt halt der Schneefall ist, ob da mal was liegen bleibt. Werden wir gleich drauf schauen. Wie könnte es dann weitergehen? Wenn wir jetzt auf den Termin heute Abend schauen, müssen wir auch zunehmend jetzt unsere Kaltfront, die ja in Verbindung mit dem Sturmtief steht, ins Spiel bringen. Tief zieht so langsam nach Polen ab und ihr seht hier so eine dunkelgrüne Linie. Ich konnte die jetzt mit dieser blauen Kaltfront nicht so ganz erfassen. Das ist dann selbst die Kaltfront, die dann auch mal kräftigen, schauerartigen Regen bringt. Da kann auch noch mal das Thema Sturm relevant werden, wenn wir auch noch gleich drauf schauen. Ja, und wir sehen dann aber rückseitig hinter der Kaltfront, wo dann halt die Kaltluft einfließt, da deutet das Wettermodell noch mal so eine Phase an, so Sauerland, südliches Niedersachsen, dann bis in nach Sachsen-Anhalt, wo dann wieder die Schnee- oder Schneeregenphase ein Thema werden könnte. Ja, wir müssen aber sagen, so rückseitig so solcher Kaltfronten, da haben die Wettermodelle manchmal ein bisschen zu viel Feuchte drin, dass es dann vielleicht auch gar nicht mehr für diese Niederschläge reicht. Muss man mal abwarten. Ausgeschlossen ist das definitiv aber nicht. Ansonsten rückseitig erstmal so eine kurze Ruhephase, dann kommt aber die richtige Höhenkaltluft von der Nordsee her ins Spiel und dann kommen neue Schauer und auch teilweise dann auch schon mal erste Gewitter dann mit ins Spiel. Jetzt wollen wir uns mal die möglichen Schneehöhen heute Abend angucken aus unserem 1x1-Kilometer-Modell und wir sehen immer noch diesen blauen Schneestreifen, dann so über Niedersachsen, also so südlich von Bremen, Hamburg, knapp an Hamburg vorbei, bis so ein bisschen nördlich von Berlin, bis ins südliche Mecklenburg-Vorpommern, dass es hier vielleicht mal ja weiß werden könnte, so ein bisschen Schnee, Schnee, Matsch auch ein Thema werden könnte. Wenn es richtig kräftig mal schneit, sind dann halt auch mal einige Zentimeter Nassschnee dann durchaus möglich. Ansonsten sehen wir so in die Richtung Landesmitte, wo ja auch eben die Niederschläge drin waren, da wird es wahrscheinlich allenfalls mal wirklich so für die höheren Lagen, Leinebergland, Weserbergland und Harz, dass dann halt hier vielleicht auch mal so eine kleine Schneehaube dann abends möglich ist. Aber das war ja das, was wir noch unsicher als betrachtet ansehen. Ansonsten ist es erstmal nichts in Sachen Schnee, weil es im Süden halt deutlich zu mild ist.
Jetzt gucken wir noch mal kurz auf das Thema Sturm. Das müssen wir natürlich auch in Verbindung bringen mit unserem kleinen Tief, was ja einmal so von West nach Ost vorüberzieht. Das heißt, auf der Nordseite ist eigentlich Sturm kein Thema. Relativ schwacher Wind dann um dieses Tief herum. Höchstens mal rückseitig dann an der Nordseeküste, wenn dann halt die Schauer abends aufkommen, dann könnte es hier mal stark bis stürmisch werden. Aber an der Südflanke des Tiefs, da wird es halt stark windig bis stürmisch sein. So mit Windgeschwindigkeiten von 60 bis 75 km/h. Es sind auch mal Sturmböen möglich, gerade wenn die Kaltfront dann relativ gut ausgeprägt dann nachmittags Richtung Süden zieht, dann kann ich mir auch durchaus mal Sturmböen vorstellen. Höhere Lagen, praktisch in den Hoch- und Gipfellagen der Mittelgebirge, sind auch schwere Sturmböen, auf den höchsten Lagen auch Orkanböen möglich. Aber wir sehen schon, die große Sturmlage, der große Herbststurm, der ist es definitiv nicht. Jetzt fassen wir den Dienstag nochmal zusammen, schauen auf den Nachmittag. Worauf ich nochmal hinweisen möchte, ist, dass es halt relativ große Unterschiede auf kleinem Raum gibt. Je nachdem, ob man schon hinter der Kaltfront ist oder noch vor der Kaltfront im Prinzip. Das heißt hier auch so über der nördlichen Mitte, vielleicht schon so 2-3 Grad zum südlichen Niedersachsen. Dagegen vielleicht noch 10 Grad so Richtung Thüringen oder in Teilen Sachsen-Anhalts. Also da ist eine scharfe Grenze und dementsprechend auch Unterschiede in der Niederschlagsphase dann halt möglich. Weil im Norden halt in der Kaltluft auch die Schnee- oder Schneeregenphase dann ein Thema ist. Ansonsten sehen wir nach Süden hin, ist es erstmal heute noch mild, weiterhin viel Regen und entsprechend halt auch über den Sturm haben wir ja schon gesprochen. Ja, gucken wir dann auf die kommende Nacht. Da ist es so, die Kaltfront wird sich immer weiter in Richtung Süden verlagern und da wird angedeutet, dass sie an Intensität gerade in Bayern und Baden-Württemberg noch zulegen wird. Das heißt, hier wird es so eingangs der Nacht richtig kräftig schütten, richtig kräftigen Dauerregen geben und die Schneefallgrenze erstmal noch relativ hoch sein. Wir sind ja immer noch vor der Kaltfront und die kommt ja erst allmählich an den Alpen an. Das heißt, selbst morgen früh liegt die Schneefallgrenze wahrscheinlich an den Alpen noch so bei rund 900 Metern. Rückseitig sinkt sie dann aber zunehmend halt bis in die tieferen Lagen, haben wir ja vorhin auch schon gesehen. Das bedeutet halt auch, also beziehungsweise müssen wir aber kurz über das Thema Sturm an den Alpen sprechen, denn wenn die Kaltfront dann gegen die Alpen drückt, dann wird das Ganze hier kanalisiert, dann kann es hier im Alpenvorland auch nochmal richtig stürmisch dann werden. Rückseitig dann halt, ja, da flutet uns die polare Kaltluft. Meist ist es so, dass es dann direkt hinter der Kaltfront erstmal so eine Phase gibt, wir nennen das postfrontale Subsidenz. Dann folgt aber die eigentliche Höhenkaltluft von Nordwesten her und da nimmt die Schaueraktivität wieder zu. Und so kann es dann im Laufe der Nacht dann durchaus zu kräftigen Schauern von Nordwesten herkommen, auch bis ins Flachland mal in Form von Schnee, Regen oder Schnee. Im Nordwesten sind auch einzelne Graupelgewitter möglich. Ja, und da ist halt spannend, ob mal die Intensität ausreicht, dass es vielleicht auch mal bis in tiefe Lagen für Schnee reicht und ob da vielleicht dann sogar mal was liegen bleibt bei diesen Temperaturen um 0 Grad herum, beziehungsweise wenn halt der Schauer durchgezogen ist, auch bei leichten Plusgraden mal. Ja, und immer da, wo die Berge so ein bisschen im Weg stehen, also die höheren Lagen, so oberhalb 200-300 Meter, da sind die Chancen natürlich am größten, dass es hier halt auch mal weiß wird, dass der Schnee halt entsprechend liegen bleibt. Und ich brauche bei diesen Werten halt entsprechend auch nicht erwähnen, dass man dann halt auch mit Glätte durch Schnee, Schneematsch oder auch mal durch gefrierende Nässe rechnen muss in der kommenden Nacht. Wind wird sonst aber insgesamt durchaus auch nachlassen. Das sind jetzt mal die Schneehöhen morgen früh um 7 Uhr. Wir haben immer noch diesen ja leicht angezuckerten Streifen im Norden, der ja vom heutigen Tag resultiert. Ansonsten sehen wir aber auch hier aus einem 1x1-Kilometer Modell, dass wahrscheinlich nur die höheren Lagen der Mittelgebirge wirklich dann weiß werden. Wenn es aber passt, dann kann es halt auch mal im Tiefland vielleicht so ein bisschen Schneematsch oder Schnee morgen früh geben, wie zum Beispiel auch hier mal angedeutet in Nordrhein-Westfalen. Aber wir sehen auch im Süden, wo ja dann erst die Kaltluft allmählich ankommt, da ist es noch nicht allzu viel in Sachen Schnee. Also das muss erstmal noch ein bisschen warten. Aber dann am Mittwoch, dann gibt es weitere Schauer. Ja, das wird so ein richtig frühwinterlicher Schauertag mit teilweise kräftigen Schauern in Form wiederum von Schnee, Schneeregen. Auch mal Graupelgewitter sind möglich und das weiterhin durchaus ja, bis in tiefe Lagen. Wir sehen aber insgesamt die Temperaturen natürlich eher im Plusbereich. Es ist jetzt kein Dauerfrost oder so. Das heißt, da, wenn der Schauer mal richtig kräftig ist mit Schnee in tiefen Lagen, dann drückt es die Temperatur mal runter auf 0 Grad. Kann kurzzeitig auch im Tiefland mal weiß werden und glatt werden, ist der Schauer abgezogen, wird es wieder in die leichten Plusgrade gehen. Das heißt aber natürlich immer wiederum da, in den Mittelgebirgsraum, wo die Berge im Weg stehen, alles so oberhalb 300, 400 Meter, da wird es wahrscheinlich richtig winterlich werden, da sind die Chancen auf Schnee am größten und da wird dann wahrscheinlich auch der Schnee, umso höher wir rauskommen, auch mal liegen bleiben. Ja, im Süden sehen wir an den Alpen erst noch Schneefallgrenze, dann hier ganz runter, lässt aber dann relativ schnell nach und im Süden und Südwesten wahrscheinlich so ein bisschen der Bereich, wo am wenigsten in Sachen Schauern passiert, könnte hier durchaus auch mal relativ gut aufheitern. Und wir sehen dann, bis zu 7 Grad sind am südlichen Oberrhein möglich, in den höheren Lagen der Mittelgebirge eher um 0 oder ganz knapp mal darüber.
Jetzt gehen wir schon weiter zum Donnerstag und es bleibt ja spannend. Es ist ja nicht so, dass dann das Ganze vorbei ist. Nein, wir sind natürlich dann immer noch im Einflussbereich dieser polaren Kaltluft, die weite Teile Europas, Mitteleuropas geflutet hat. Und dann kommt das nächste Tief, das Randtief ins Spiel, was wir ja auch schon seit mehreren Videos erwähnt haben. Und das haben die Wettermodelle, zumindest erstmal ECMWF und GFS, weiterhin recht satt hier über Frankreich drin. Da schaufelt halt die Warmluft allmählich von Südwesten herein, die gleitet auf der Kaltluft auf. Und das bedeutet, ja, es könnten kräftige Schneefälle aufkommen. Das ist jetzt mal das ECMWF für Donnerstag 16 Uhr. Und wir sehen hier ja ein massives Schneefallgebiet, was von Westen, von Frankreich her, zum einen auf den Alpenraum übergreift, könnte, aber auch bis in den Süden des Landes, also bis nach Bayern und Baden-Württemberg, sich ausweiten könnte. Wir sehen rückseitig dann hinter der Warmfront über Frankreich schon die grünen Farben. Also hier kommt die Mildluft rein, hier wird es der Regen sein. Aber durchaus sehr, sehr spannende Karten, denn wenn wir noch mal ein bisschen weitergehen und uns Donnerstagabend 22 Uhr anschauen, ja, da sollen dann halt diese Schneefälle zum einen sich auf große Teile des Alpenraums ausgeweitet haben, aber nach dem ECMWF auch auf größere Teile Bayerns und Baden-Württembergs. Und da kann es dann halt, wenn das Modell recht behalten sollte, selbst bis in tiefe Lagen hinein kräftig schneien. So, gucken wir uns mal die Schneehöhen dann für Freitag früh an. Und auf der linken Seite sehen wir das ECMWF. Ja, das hat diese Schneetief markant drin. Und dementsprechend sehen wir vor allen Dingen den größten Schneemassen natürlich dann in den höheren Lagen, Alpen, aber auch Schwarzwald, aber auch bis runter könnte es durchaus dann am Donnerstag bzw. in der Nacht zum Freitag weiß werden. Aber ich will auch nicht verheimlichen, dass es auch Modelle gibt, wie das Icon-Wettermodell. Das hat diese Schneetief, dieses Randtief nicht so stark und deutlich südlicher drin. Ja, danach wäre es halt nichts. Danach wäre allenfalls in dem Alpenraum mal Schneefälle verbunden und unten, selbst unten im Süden Bayerns und Baden-Württembergs, wird quasi nichts ankommen. Ja, so gucken wir nochmal auf den Donnerstag, der sich so darstellt, dass es weitere Schauer gibt, frühwinterliches Wetter mit immer mal wieder Schnee, Regen, Schnee und Graupelschauern oder auch einzelnen Gewittern. Zwischendurch mal auch ein paar Auflockerungen, leichte Plusgrade tagsüber. Und dann wird es wahrscheinlich so, wenn sich dieses Tief von Frankreich her annähert, einen Bereich geben, wo das Ganze stabilisiert. Das heißt, so über der südlichen Mitte, Rheinland-Pfalz bis nach Franken herein, da könnte es sogar größtenteils trocken bleiben. Dann von Südwesten her, dann abends die Schneefälle. Dementsprechend habe ich hier schon mal ein Schneesymbol mal dran gesetzt. Ob es dann wirklich so kommt, ja, da müssen wir noch mal abwarten. Es gibt halt immer noch diese Unsicherheiten. Morgen dann entsprechend ein Update dazu. So, kommen wir schnell zum Wochenende, denn es ist ja noch nicht Schluss. Die Wetterwoche, die spannende Wetterwoche geht ja weiter. Da sehen wir, kräftiges Tief am Samstag draußen auf dem Atlantik mit 950 Hektopascal oder teilweise darunter. Hochdruckgebiet im Mittelmeerraum. Eine massive Warmluftschaufel, die von Spanien Richtung Frankreich und schon Richtung britischer Inseln reicht. Ja, und das bedeutet, da wird sich schon die Wetterumstellung womöglich andeuten mit einer neuen Warmfront. Jetzt ist das Ganze noch recht unterschiedlich bewertet. Das ECMWF hat schon diesen Hochkeil praktisch so bis in den Süden des Landes reinreichen. Dementsprechend wäre wie hier auf der linken Seite auch die Warmfront eher schwach ausgeprägt. Das heißt, diese Wetterwechsel von kalt zu mild könnte in der Südhälfte eher unspektakulär verlaufen, im Nordwesten dann mit Regen. Ja, aber das Icon-Wettermodell, das hat diese Warmfront deutlich stärker, deutlich intensiver drin. Und danach wäre das nochmal ja, ein recht markanter Wetterwechsel mit erstmal Schneefall, wie wir sehen. Anfangs vielleicht sogar bis in tiefe Lagen und dann auch nochmal die Potenzial für gefrierenden Regen. Und dann erst hinterseitig oder rückseitig dann die mildere Luft mit dem Regen. Das wäre jetzt schon sehr massiv. Das wäre also durchaus spannend. Gucken wir nochmal kurz auf einen Trend mit der letzten Karte. Also Freitag weiterhin dieses frühwinterliche Wetter, nochmal der ein oder andere Schnee-Regenschauer, insgesamt aber auch mal trockene Phase, kann auch mal gebietsweise ein bisschen aufheitern. Die Nächte frostig und auch vielerorts glatt, tagsüber dann halt auch mal mit einstelligen Plusgraden. Samstag dann, wie gesagt, dieser Wetterumstellung schon. Wie das Ganze ablaufen wird, müssen wir noch mal abwarten. Ja, und Sonntag, ja, ihr seht recht, da könnte es sogar schon massiv mild werden. Da könnten die Temperaturen hier im Westen, Südwesten auf 14, 15, vielleicht sogar 16 Grad ansteigen mit diesem kräftigen Tief, mit dieser Warmluft. Dazu das verbunden mit das Ganze mit viel Wind, vielleicht im Nordwesten sogar stürmisch. Aber da gibt es dann in den nächsten Tagen nochmal ein Update. Das reicht jetzt für heute. 14 Minuten sind voll. Macht's gut, schönen Dienstag. Bis zum nächsten Video. Ciao.